Das vierte Rennen, der große Preis der Stadt Baden mit den 8 Teilnehmern, die sich jetzt im Pfaffstättener Bogen befinden, beim Anfahren zur 2100 Meter Startmarke. Ja, und Badens Bürgermeister Stefan Sirocek steht da im Richterturm, wo vor 125 minus einem Tag der Kaiser gestanden ist. Noch ungefähr 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Nach dem Start versucht Namibia das Kommando zu übernehmen. Fehler in der Anfangsphase von Daisy Venus und auch von Apples. In Führung also Namibia. Außen Virgil Venus, der Favorit. Wird Nummer 4 disqualifiziert. 4 dis. Es geht durch den Lesdorfer Bogen mit Namibia in Front vor Virgil Venus. Die beiden in dieser Anfangsphase sehr deutlich abgesetzt von Power Magdalena, die jetzt nachsetzt und an die dritte Stelle vorgeht. Dann sieht man Power Sophie, ihnen gefolgt von Yesterday Venus, dahinter Leo Venus. Dieses Feld durch einige Fehler dezimiert, ziemlich deutlich auseinandergezogen. Und Virgil Venus in zweiter Spur macht da weiterhin Druck auf Namibia. Namibia führt auch bei Erreichen des Pfaffstättener Bogens. Namibia vor Virgil Venus, dahinter Power Magdalena. Dann sieht man Yesterday Venus, an der Innenkante Power Sophie und dahinter Leo Venus. Ausgangs der Pfaffstättener Kurve und zu Beginn der Tribünengeraden macht in zweiter Spur Virgil Venus weiterhin Druck auf Namibia. Innen Namibia, außen Virgil Venus, die beiden Kopf an Kopf zur Hälfte der Distanz. Innen Namibia, außen Virgil Venus, dahinter Power Magdalena, außen Yesterday Venus, dahinter Power Sophie vor Leo Venus. In dieser Reihenfolge geht es in die Schlussrunde hinein. Innen Namibia und außen Virgil Venus. Dann folgt Power Magdalena vor Yesterday Venus, Power Sophie und Leo Venus. Kaum Veränderungen also an diesem Geschehen. Recht schnell geht es an der Spitze her. Und Namibia hält weiterhin dem Druckstand von Virgil Venus. Innen Namibia, außen Virgil Venus, dahinter dicht auf Power Magdalena mit etwas Abstand Yesterday Venus. Namibia an der Innenkante, eine Länge vor Virgil Venus, dann Power Magdalena, dann kommt Power Sophie und davor auch noch Yesterday Venus vor Leo Venus. Der Schlusspunkt ist gleich erreicht. Namibia hält die Spitze. Namibia vor Virgil Venus, der zurückfällt. Dafür kommt jetzt Yesterday Venus und ganz außen auch Power Sophie extrem stark auf. Dahinter auch noch Leo Venus. Namibia zum Kampf gestellt im Schlusspunkt. Von Yesterday Venus außen auch von Power Sophie. Innen Namibia, daneben Yesterday Venus, außen Power Sophie, dann noch Leo Venus. Bei Erreichen des Einlaufes scheint Yesterday Venus in Front gezogen zu sein. Innen kämpft Namibia, außen kommt auch Power Sophie immer stärker auf. Und in Führung bereits Power Sophie, wie erscheint im Kampf jedenfalls mit Yesterday Venus, auch noch Leo Venus, Power Sophie, innen Yesterday Venus, Power Sophie oder Yesterday Venus, Power Sophie gewinnt vor Yesterday Venus und Leo Venus. 3 vor 1 und 7 vorläufig.